Oh mein Gott, was ist gerade mit den Börsen los? Ey, der Januar schaut richtig, richtig düster aus. Jetzt habe ich in den letzten Videos immer gesagt, hey, es ist mega cool, in Aktien zu investieren. Das ist eine super Möglichkeit, um Vermögen aufzubauen, aber auch ja, passives Einkommen, aber auch für die Altersvorsorge und so weiter. Und jetzt sieht man quasi die ganzen Kurse nach unten purzeln. Vor allem die kleinen Tech-Unternehmen, die Wachstumsunternehmen. Ja, das sind teilweise wie minus 50, 60%. Das ist wirklich, wirklich krass. Da kann man wirklich von einem Crash sprechen. Aber weil jetzt eben auch alle von einem Crash sprechen, kann man das auch mal zumindest definieren. Es gibt ein paar Definitionen irgendwie. Also das, so wie es ich verstehe, ist es, wenn jetzt mal ein Wert korrigiert, ob es jetzt ein Einzelwert ist, eine Aktie oder halt ein ETF, der korrigiert um, sagen wir jetzt, um bis zu minus 10%, dann ist es eigentlich, gehört es zu einer ganz normalen Schwankung am Markt. Das kann einfach mal passieren, das kommt hin und wieder mal vor. Alles, was über minus 10% ist, so bis minus 20, minus 10 bis minus 20, ist für mich eigentlich eine Korrektur. Das heißt also, da ist wirklich jetzt beim Unternehmen, das war einfach super, ist super in den letzten Monaten gelaufen und ist jetzt einfach korrigiert nach unten zu ihrem fairen Wert eigentlich. Das ist einfach ein bisschen ja, überbewertet sozusagen, sagt man dann auch. Einfach zu viele Leute haben sich auf diese Aktie gestürzt, weil sie einfach tolle News gesehen haben, die Zukunft einfach rosig ausschaut und so weiter. Und dann kam irgendeine Meldung, wo es dann einfach heißt, dass es vielleicht nicht so ist und dann korrigiert die Aktie. Einfach korrigiert sie, genau, ich meine, sie korrigiert nach unten und das geht eben bis zu minus 20%. Das ist dann schon heftig, das muss man auch erstmal durchstehen, wenn man mal einen Wert hat, der einfach minus 20% mal fällt. Nicht so schön, aber auch das kommt vor, nicht so häufig, aber es kommt eben auch vor und ist eigentlich auch wichtig an der Börse, damit man einfach wieder zu seinen fairen Werten zurückkommt. Also das, was die Aktie wirklich, wirklich wert ist. Das ist wichtig, weil sonst würdest du ja immer irgendwie überbewertete Unternehmen da haben. Und das kann auch in der Zukunft ja dann irgendwie auch nicht funktionieren. Deswegen ist es auch wichtig, aber tut halt manchmal auch weh. Genau, und wenn es dann aber mal über minus 20% geht, dann spricht man, vor allem wenn es dann schnell nach unten geht, dann ist es wirklich ein Crash, ein Börsencrash. Und bei vielen Unternehmen, die wir jetzt gesehen haben, wenn ich mir zum Beispiel den Netflix anschaue oder so, die wirklich auch sehr schnell jetzt in den letzten Wochen, Tagen oder Wochen jetzt auch gefallen ist, so minus 35% oder so, das ist dann wirklich auch ein Crash von dieser Aktie. Aber da muss man jetzt auch wieder überlegen, ist es denn jetzt eigentlich gerechtfertigt? Ist es nicht einfach auch ein bisschen zu viel vielleicht? Genau, und wenn ihr eben jetzt sowas wie Netflix im Depot habt und ihr euch jetzt überlegt, muss ich die jetzt verkaufen oder nicht? Und ihr seid aber von dem Unternehmen eigentlich überzeugt. Also ihr findet die Marke an sich erstmal gut, aber ob das Unternehmen dann eben auch Gewinne macht und guten Umsatz und so weiter, einfach auch profitabel ist und ihr eine gute Zukunft seht, wenn das wirklich so ist, dann gibt es jetzt wahrscheinlich keinen besseren Moment, als eben jetzt nachzukaufen, vielleicht noch eine Aktie zu erwerben oder ein paar oder so. Das ist wie im Supermarkt, so einem Sommerschlussverkauf. Also jetzt könnte man, wenn man ein bisschen Geld bei der Seite hat, ein bisschen den Cash-Polster aufgebaut hat, könnte man super einfach Aktien nachkaufen. Zu einem super günstigen Preis, den du vorher eben nicht hattest, beziehungsweise der vor ein paar Wochen noch, keine Ahnung, 20% höher war oder mehr oder so. Und das ist halt schon krass. Das kann man sich jetzt schon überlegen, wenn man den Mut hat, jetzt nachzukaufen und ihr eben Unternehmen habt, die ihr wirklich, wirklich mögt und von überzeugt seid. Das würde ich machen. Genau, das ist eine Option, aber ich glaube, das Allerbeste und das Allerwichtigste ist jetzt erstmal, die Füße stillzuhalten und eigentlich gar nichts zu machen. Weil das Blödste ist, glaube ich, was man jetzt machen kann in so einer Korrekturphase jetzt, dass man halt Aktien verkauft oder so, weil man jetzt Angst hat oder irgendwie unsicher ist oder so und alle Zeitschriften, alle Newsmeldungen jetzt von Crash sprechen und so weiter und jetzt halt dann getrieben ist dazu, irgendwie zu verkaufen, weil man vielleicht Angst hat, das Geld ist weg. Und das ist halt einfach, das ist ja nicht der Fall, weil theoretisch ist es, also in der Theorie ist es jetzt, sind deine Werte weniger wert, ja, aber langfristig gesehen werden sie steigen. Das ist nach jeder Krise, nach jeder Korrektur auch, sind die Aktienmärkte wieder gestiegen und ihr werdet am Ende die lachenden Gewinner sein, wenn ihr jetzt einfach durchhaltet und nichts macht und einfach jetzt die nächste Zeit durchsteht. Ich weiß natürlich nicht, wie lange es jetzt geht. Es könnte morgen vorbei sein, es kann aber auch in 3 Monaten erst vorbei sein oder Ende des Jahres. Keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht. Aber solange ihr nicht verkauft, macht ihr auch keinen Verlust. Und das so, also einfach ist es einfach. Steht es durch, einfach aussitzen, am besten nichts machen. Und wenn ihr sogar Geld bei der Seite habt, könnte man sich überlegen, eben jetzt nachzukaufen, quasi den Winterschlussverkauf quasi ja, wahrzunehmen. Falls man sich fragt, warum crasht es denn jetzt so viel oder was ist denn überhaupt passiert? Das hängt jetzt viel mit diesen kommenden Zinserhöhungen an, die eben angekündigt sind. Immer wenn Zinsen erhöht werden oder zumindest auch allein die Ankündigung, macht halt viele nervös und viele gehen aus den Aktien raus, weil sie vielleicht ihr Geld anderweitig anlegen können, wenn eben noch mehr Zinsen irgendwo, also auf sicherer Basis mehr Zinsen zu bekommen sind, was aber auch Quatsch ist, weil es geht ja auch wahrscheinlich nur um vielleicht 1% Zinsen irgendwo zu haben dann oder so. Und am Aktienmarkt haben wir ja jetzt schon echt 100-mal gesagt, glaube ich,
kannst du im Jahr jetzt irgendwie, wenn du breit gestreut dein Portfolio hast, zwischen 7 und 9% rechnen. Das ist halt so, so viel mehr. Klar, ist man erstmal verunsichert, weil es geht so krass runter. Auch mein Depot ist rot und so. Aber ich weiß halt auch genau, es wird halt wieder nach oben gehen. Und die Unsicherheit sollte man sich jetzt ein bisschen nehmen einfach. Vielleicht hilft es euch was. Vielleicht seid ihr aber eh entspannt und gechillt und denkt euch, ja, cool, ich warte jetzt einfach ab. Vielleicht kann ich ein bisschen was nachkaufen. Und wenn nicht, dann ist es auch gut. Einfach laufen lassen, nicht verkaufen ist. Das ist die Devise. Ich bin natürlich jetzt kein Anlageberater, jeder muss sich das selber überlegen, aber das ist das, was ich mache und ich machen würde. Hinzu kam natürlich jetzt auch noch dieses politische Risiko, das dann nochmal verstärkend, wenn sowas wie Russland und die Ukraine jetzt gerade, wie das halt eben gerade abläuft, das verstärkt diese ganze Panik eben noch mehr. Oder einfach auch, muss man aber auch sagen, es gibt auch ein paar Unternehmen, die einfach nicht so gute Zahlen abgeliefert haben und die dann einfach in so einer Korrektur einfach noch ein bisschen stärker fallen, weil sie einfach hinter den Erwartungen vielleicht zurückgeblieben sind. Das gab es jetzt auch, das muss man fairerweise auch sagen. Aber ich glaube, das Krasseste sind wahrscheinlich wirklich jetzt die wahrscheinlichen Zinserhöhungen, die jetzt erstmal alle nervös machen. Aber wie gesagt, ey, wenn man sich den langen Verlauf anschaut, ist das Allerbeste einfach investiert bleiben, nichts machen, vielleicht ein bisschen nachkaufen, wenn nicht, alles okay. Und das Ausstehen. Aussitzen, das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Kommentiert gerne mal, wie schaut denn euer Depot gerade aus? Seid ihr entspannt? Seid ihr vielleicht ein bisschen panisch? Schreibt es gerne ganz offen, das könnt ihr machen. Muss sagen, ich bin absolut ruhig, ich habe da überhaupt keine Angst gerade. Und abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr von dem Content wollt. Das würde mich natürlich sehr interessieren, auf diese Reise noch weiter mitzukommen. Genau, ist wie gesagt immer noch ein ganz, ganz frischer Kanal, aber ich freue mich auf alles, was kommt. Auch wenn es jetzt mal echt eine blöde Phase gerade ist. Und der Januar jetzt, auch wenn ich mein Depot-Update mache, wird natürlich auch nicht so cool ausschauen. Vielleicht ist der Februar dann schon wieder besser, hoffen wir es zumindest. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeiten, dass, hey, alles wird gut am Ende. Am Ende wird einfach alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende, ne? Um mal ein bekanntes Zitat zu zitieren. Ja, genau. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen und wir sehen und hören uns im nächsten Video.